Hallo und herzlich willkommen, liebe Besucher der ATT. Mein Name ist Tim Ruster und ich werde euch heute mal eine kleine exklusive Führung durch das Planetarium Köln geben, in dem ich mich gerade befinde und in dem ich arbeite und die Vorträge halte. Außerdem habe ich einen Weltraum-YouTube-Kanal Astrocomics TV, auf dem lade ich zweimal pro Woche auch Weltraum-Videos hoch. Und ja, heute werden wir mal eine kleine Tour durch unser Museum machen und damit auch gleichzeitig eine kleine Tour durch den Weltraum. Fangen wir mal an. Das Planetarium befindet sich im Keller eines Gymnasiums, nämlich das Leonardo da Vinci Gymnasium in Köln-Nippes. Also hinter dieser Stahltüre da verbirgt sich die Schule. Und unsere Führungen beginnen immer hier in unserem Sonnensystemraum. Dieser Raum ist ganz besonders, denn hier hängt die Sonne und die Planeten an der Decke. Und diese Modelle sind von der Größe her maßstabsgetreu. Das heißt, wir haben hier das Modell der Erde und das könnte man eben tatsächlich ungefähr 1.000.000-mal volumenmäßig in dieses Modell der Sonne stopfen. Und auch die Planeten untereinander stimmen im Verhältnis, hier die inneren terrestrischen Planeten und die äußeren Gasplaneten. Wir sind hier ein bisschen nostalgisch, deswegen hängt hier noch der Pluto. Der dürfte natürlich eigentlich seit 2006 nicht mehr hier in der Riege der Planeten hängen, aber wir haben es nicht so richtig übers Herz gebracht, den hier abzuhängen. Weiter geht's in unserem Milchstraßenraum. Wir bewegen uns jetzt immer weiter hier in den Keller. Und hier seht ihr auch unsere astronomische Uhr, die haben wir selber gebaut. Da sieht man, wo gerade die Sonne auf der Ekliptik steht und welches Sternbild sie eben gerade anzeigt. Und Milchstraßenraum heißt das Ganze, weil wir hier eben diese große Darstellung des Sternenhimmels haben. Alle Sterne, alle Sternbilder, die man von der Erde aus sieht und eben der helle Streifen, den man ja gemeinhin als Milchstraße bezeichnet. Und Leute sind dann immer ganz erstaunt, wenn man ihnen hier erklärt, dass das hier unsere Galaxis von oben ist und wir, dieser kleine Punkt, ganz am Rand sind. Das ist unser Sonnensystem. Eins von wahrscheinlich mindestens 200 Milliarden Sternsystemen in der Milchstraße. Also bei unseren Führungen hier ist spätestens jetzt der Punkt erreicht, wo die Besucher sich hoffentlich ganz klein fühlen, wie ein kleines Sandkorn im Universum. Und hier sehen wir übrigens auch ein Foto von unserer Sternwarte. Wir haben nicht nur ein Planetarium, wir haben auch zwei Sternwarten auf dem Dach. Leider ist in Köln die Lichtverschmutzung natürlich sehr, sehr groß, sodass man hier relativ wenig sehen kann. Die Sternwarten sind auch komplett selber gebaut und Mond- und Sonnenbeobachtung, das geht aber natürlich auch aus einer großen Stadt wie Köln. Wir bewegen uns mal etwas weiter durch unser Museum. Ihr seht, jeder Fleck an der Wand hier ist mit irgendwas voll behangen. Also wir tun uns schon sehr schwer, hier noch einen Ort zu finden, wo wir noch neue Sachen aufhängen können. Und fast alles, was ihr hier seht, ist selber gebastelt, selber gezeichnet. Also die ganzen Wandgemälde, hier zum Beispiel der Aufbau des Atoms, das haben wir selber gemacht. Hier gehen wir durch unsere Satellitenschüssel, die stand früher auf dem Dach der Schule. Und wir haben die hier runtergeholt und haben den Maya-Kalender da drauf gemalt. Also gehen wir mal durch diese Pforte hier. Und aufgebaut wurde das Ganze hier ehrenamtlich von Schülern und Lehrern. Das Planetarium gibt es jetzt seit 50 Jahren. Und es waren immer Schüler und Lehrer, die das in ihrer Freizeit weitergeführt haben. Und so ist es bis heute. Wir treffen uns jeden Samstag hier und reparieren und bauen und erklären im Weltraum in unserer Freizeit. Das bedeutet natürlich auch, dass die ganze Technik hier selber gemacht ist und selber verlegt wurde. Und ich werde nun mal unseren Hauptschalter betätigen. Keine Sorge, es ist nicht der Selbstzerstörungsknopf. Wenn ich jetzt hier drehe, dann geht hier alles an. Und zwar so. Zack. Und so. Ist immer so ein bisschen so, wenn das Raumschiff Enterprise startet oder so, geht hier die Beleuchtung an, die Lichtschläuche und alle Computer, auch schon alle sehr betagt. Und es ist ein komplett interaktives Museum. Hier befinden sich überall Knöpfe und Modelle, die die Besucher, vor allem die Kinder natürlich, dann auch betätigen können. Hier zum Beispiel unser Bader-Planetarium. Wenn man hier drauf drückt, wird dann eben das Sonnensystem aktiviert. Man sieht den Umlauf der Erde um die Sonne und den Umlauf des Mondes um die Erde. Ja, und so ist hier eben alles komplett interaktiv und die Besucher können so eben selber den Weltraum erkunden. Mein Lieblingswandgemälde hier unten ist dieses hier. Das ist eine künstlerische Chronik des Universums. Der Weltraum expandiert ja und vermutlich begann er mit dem Urknall, einer Singularität. Das heißt, alles, was es gibt, der gesamte Kosmos war auf einem winzig kleinen Punkt zusammen komprimiert und aus irgendeinem Grunde begann dieser Punkt sich dann auszudehnen.
und zu wachsen und zu wachsen, bis heute. Und dieses Wandgemälde zeigt eben einerseits die Expansion des Universums und aber eben auch künstlerisch die wichtigsten Physiker und Kosmologen, die daran mitgewirkt haben, an der Entdeckung. Hier haben wir Newton, den Entdecker der Schwerkraft. Und das Ganze ist dann eben noch garniert mit echten Fotos von Weltraumnebeln, wie hier dem Adlernebeln, oder Galaxien, wie hier der Balkengalaxie NGC 1365 oder dem Plejaden. Und spätestens hier stellen sich dem Besucher dann immer die großen Fragen, wo die Astronomie so ein bisschen in die Philosophie übergeht. Was war denn eigentlich vor dem Urknall? Was wird nach dem Weltraum sein? Was ist neben dem Weltraum? Das kann ich leider gerade auch nicht beantworten, aber es macht immer Riesenspaß, darüber zu philosophieren. Jetzt aber zum Herzstück des Ganzen hier, was sich hier hinter mir befindet. Nicht die Plasmakugel, die ist zwar auch ziemlich cool, aber ich meine unser Planetarium. Das hier oben ist das Museum, da unten ist das Planetarium selber und da gehen wir jetzt mal runter. Willkommen in unserem Planetariumsraum, das einzige Planetarium in der Stadt Köln. Und wie ihr seht, ist es kein besonders großes Planetarium. Hier passen 30 Leute rein. Die Sessel sind noch original aus den 60er Jahren. Genauso wie das Projektionsgerät. Das ist ein ZKP1, ein Zeiss-Kleinplanetarium 1. Und das stammt eben noch aus der Zeit von vor 50 Jahren. Ist komplett analog und funktioniert aber immer noch reibungslos. Also wie ihr seht, werden die Sterne hier rausprojiziert. Im Prinzip ist da einfach nur eine Glühbirne drin und eine Sternenschablone. Und so wird dann der Sternenhimmel in die kuppelförmige Decke projiziert. Funktioniert immer noch perfekt, obwohl es überhaupt nicht digital ist. Ich war mal in Jena im Optischen Museum und dort stand genau dieses Modell als Ausstellungsstück. Und die waren ganz überrascht, dass wir das tatsächlich hier noch benutzen. Aber gucken wir uns doch jetzt mal an, wie der Sternenhimmel hier aussieht, wenn er von dem Gerät an die Decke projiziert wird. Tada! Jetzt sehen wir hier unseren schönen Sternenhimmel. Eingefleischte Planetariumskenner merken schon, dass ich hier etwas geschummelt habe. Denn der Sternenhimmel, den das ZKP1 projiziert, der ist zwar sehr, sehr schön, aber er ist nicht leuchtstark genug, um von der Kamera aufgenommen zu werden. Zum Glück haben wir hier auch noch zusätzlich einen Kuppelbeamer mit Spiegel, der kann dann eben noch ein zusätzliches Bild in die Kuppel projizieren und dadurch sehen wir jetzt gerade hier einen sehr, sehr schönen Sternenhimmel. Wir sehen hier gerade den Sternenhimmel, wie man ihn im Moment theoretisch über Köln sehen würde. Also wenn es in Köln keine Lichtverschmutzung gäbe, wir sehen hier gerade ungefähr 4.500 Sterne. Und die Konstellationen können wir hier natürlich auch einblenden. Wir sehen hier schon einige bekannte Sternbilder, zum Beispiel den großen Wagen oder hier der kleine Wagen, beziehungsweise von vielen eben großer Bär und kleiner Bär genannt. Wir sehen hier eben den kompletten Sternenhimmel mit seinen griechischen Märchen. Da am Horizont erstreckt sich der Schlangenträger. Ja, und ich muss sagen, für mich ist das hier unten wirklich mein absoluter Lieblingsort in ganz Köln. Hier kann man einfach komplett die Welt vergessen und die Zeit vergessen und einfach die Sterne bestaunen, was ja so leider in einer großen Stadt überhaupt nicht möglich ist. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Tour hier durch das Planetarium Köln gefallen und vielleicht, wenn irgendwann diese Pandemie vorbei ist, begrüße ich euch ja mal persönlich hier. Wir haben normalerweise jeden Samstag um 17.30 Uhr geöffnet und da kann man eben selber hier durch das Museum gehen und das hier alles erkunden. Ihr seht ja, es gibt hier unfassbar viel zu entdecken. Wenn wir jetzt hier in dieser Führung über alles gesprochen hätten, hätten wir wahrscheinlich eine Woche gebraucht. So gesehen freue ich mich, wenn ich euch mal hier begrüßen darf und danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, Leute.